möchte Ihnen heute was darüber erzählen, über das Thema Einbindung von Bebauungsplänen oder Bauleitplanung ganz allgemein in eine GDI. Ganz grob werde ich, ohne diese Struktur so ganz eng zu halten, aber Ihnen ganz kurz was sagen, wie die Freiburger GDI aufgebaut ist, ganz grob mal darüber sprechen, warum machen wir eigentlich Bauleitplanung in die GDI, was gibt es da für Gründe, dann zu dem Thema, wie kann ich es wirklich umsetzen, also tatsächlich auch ein bisschen praktisch, und dann würde ich am Ende versuchen, einfach mal so ein paar Screenshots Ihnen zu zeigen, wie wir in Freiburg das gemacht haben, die Bebauungspläne der Bürgerschaft bereitzustellen. Ganz allgemein, erstmal Freiburg ist, jetzt sage ich mal, natürlich hat eine gewisse Größe, ist ein Oberzentrum mit Universität, die Stadtverwaltung hat, mittlerweile sind wir glaube ich eher fast bei 4.000, aber ich sage jetzt mal 3.500 Beschäftigte. Von diesen 3.500 Beschäftigten gehen wir von ca. 800 bis 1.000 Kollegen aus, die sehr kontinuierlich auf raumbezogene Informationen zugreifen. Also sagen wir, das ist so unsere Nutzerbasis innerhalb der Verwaltung. Und aufgrund dieser Länge hatte man 2007 beschlossen, die Bereitstellung von raumbezogenen Daten, von Geodaten, über eine Geodateninfrastruktur zu bewerkstelligen. Und man hat das zuerst in einer Projektgruppe gemacht und 2009 wurde dann diese Projektgruppe in eine Stabstelle Geodatenmanagement institutionalisiert. Die leite ich jetzt seit 4 Jahren, einfach um eine Ämter- und dezernatsübergreifende Steuerung hinzubekommen. Ja, warum Bauleitplanung in einer GDI? Da gibt es 2 Komponenten. Ich würde jetzt erstmal das eigentliche Verfahren eingehen. Ich glaube, Bauleitplanung ist mit Sicherheit eines der komplexen Verfahren, sehr verzahnten Verfahren. Ich habe es mal hier oben in diesem Schaubild auch dargestellt, wo eine Reihe von Akteuren Informationen austauschen, Daten austauschen, Pläne austauschen. Da gibt es externe Dienstleister wie Planungsbüros, Träger öffentlicher Belange, also andere Behörden, Regierungspräsidien. Und es gibt natürlich noch den Kunden, also die Bürgerschaft, die wir ja mit diesen Informationen versorgen wollen. Von dem her gibt es meiner Ansicht nach 2 Phasen in dieser Bereitstellung von Bebauung und Bauleitplanung. Und zwar ist das die erste Phase mit dem Fokus auf den Datenaustausch, also wie wandern Daten von einem Akteur zu dem nächsten, ja, möglichst ohne Verlust von Informationen. Und die zweite Phase ist nach der Rechtskraft einer Bauleitplanung die Bereitstellung der Informationen für den Bürger. Also wie kann der Bürger auf diese Informationen zugreifen? Es ist ja auch nicht nur der Bürger, sondern wir in Freiburg haben zum Beispiel ein Beratungszentrum bauen, da können die Bürger und Bürgerinnen hingehen und die nutzen im Prinzip genau die gleichen Daten. Also der Informationszugang ist ein wichtiger Punkt. Ganz kurz ein Exkurs, Bauleitplanung umfasst nicht nur Bebauungspläne, je nachdem in welcher Organisationsstruktur Sie sich befinden, wir als Stadtkreis sind auch zum Beispiel für den Flächennutzungsplan verantwortlich. Das heißt, da gibt es natürlich auch nochmal Synergieeffekte, wenn ich alle Planarten, die wir verwalten müssen, in einem System halten kann. Neben diesen Verfahrensgründen, warum Bauleitplanung in die GDI reinkommen sollte, gibt es auch noch die rechtlichen Gründe. Es gibt in dem Bereich, ich habe jetzt mal 3 gesetzliche Grundlagen genannt, es gibt sicher noch ein paar mehr, aber ich sage mal, das sind unsere Haupttreiber, würde ich sagen, also 2 davon. Ganz zu oberst habe ich jetzt gleich mal die Inspire-Richtlinie genannt, die Bauleitplanung fällt und in dem Bereich Bodennutzung unter die Inspire-Richtlinie und da die Kommunen die rechtliche Aufgabe zur Führung der Daten haben, sind sie quasi von diesem Datensatz betroffen und müssen ihn Inspire-konform bereithalten. Es ist dann bei uns eben über das Landesgeodatenzugangsgesetz auch geregelt, die Umsetzung. Ein 2. Punkt, der sehr aktuell geworden ist, im Mai diesen Jahres, die Novelle des Baugesetzbuches, wo die Veröffentlichung der Bauleitplanung im Internet oder über ein zentrales Landesportal, aber erstmal im Internet der Gemeinde festgelegt wurde. Und noch aktueller gibt es die Einführung der Standards X-Plan und X-Bau vom IT-Planungsrat, also ein bundesweites Standardisierungsvorhaben mit dem Namen X-Planung, um
die Planungs- und Genehmigungsverfahren bei der Bauleitplanung über ein spezielles Datenaustauschformat zu standardisieren. Und dieses Datenaustauschformat, das heißt X-Plan GML, da kommt man auch nochmal ganz kurz dazu. Das sind also jetzt, sage ich mal, die rechtlichen Grundlagen, warum macht es Sinn, Bauleitplanung in der GDI zu nutzen. Und dann komme ich jetzt noch so ein bisschen den Schwenk in die Umsetzung. Wie Sie jetzt Bauleitplanung in die GDI integrieren, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ich habe Ihnen jetzt mal drei Umsetzungstiefen genannt, also sozusagen, wie stark wollen Sie sich engagieren. Es gibt eine ganz flache Möglichkeit, Sie können einfach die gescannten Dokumente ins Internet stellen, Sie können den Plan als PDF bereitstellen, Sie können die ganzen Texte als PDF bereitstellen und die Bürgerschaft hat dann natürlich auch einen gewissen Nutzen davon, Sie können sie lesen und anschauen. Man muss schon ganz klar sagen, Sie decken damit zum Beispiel die Bau-GB-Novelle ab, aber Sie sind damit noch nicht Inspire-konform und ab einem gewissen Zeitpunkt, eigentlich ist es schon rum, aber sagen wir mal, in ein paar Jahren wird es noch ein bisschen spannender, müssen Sie diese Daten auf irgendeinem Weg bereitstellen. Deswegen gäbe es im Prinzip die nächste Stufe, so eine mittlere Umsetzungsstufe, wo wir schon eine ganz gute Einbindung in die Geodateninfrastruktur haben können. Wenn Sie die Geltungsbereiche digital vorliegen haben, die Planzeichnung georeferenziert vorliegen haben und die Dokumente auch gescannt ins Internet stellen, dann kann man eigentlich sagen, mit so einer Bereitstellung, da kann selbst die Verwaltung schon damit arbeiten, also die Kollegen können schon ganz gut auf die Informationen zugreifen, die Bürgerschaft hat die Möglichkeit, darauf zuzugreifen und sie decken letztendlich die Bau-GB-Novelle und vor allem Inspire. Ja, also mit dieser Datenbasis können Sie Inspire-konforme Bauleitplanung bereitstellen. X-Planung steht schon mal in Klammer, geht auch. Und die nächste Stufe ist im Prinzip die vollvektorielle Erfassung von Bebauungsplänen. Das heißt, alle Objekte eines Bebauungsplans werden als Vektoren mit den dazugehörigen Attributen erfasst. Das ist natürlich die tiefste Integration. Da hat man mit Sicherheit den Vorteil, da kann ich Planungsbüros direkt mit anbinden, Träger öffentlicher Belange können direkt mit angebunden werden. Man sieht hier hinten, da kann ich dann wirklich alles letztendlich komplett mit abdecken. Ich habe hier drüben mal so ein Teil gemalt. Nach unten wird der Aufwand höher, der Nutzen wird auch höher. Das ist die simple Variante. Es ist nicht ganz so simpel, weil letztendlich ist die Menge an Bebauungsflächen, die Sie haben, das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Also ich kann es natürlich, ich kann es nicht beweisen, aber ich würde sagen, eine kleine Gemeinde, die nur 5 oder 10 Bebauungspläne hat und die ein pfiffiges Ingenieurbüro hat, die kann durchaus auch die vollvektorielle Variante machen. Ja? Das ist eigentlich kein Problem. Viel schwieriger ist es eigentlich bei Kommunen wie jetzt Stuttgart oder hier in Freiburg, 1000 oder 2000 Bebauungspläne vollvektoriell zu erfassen. Das ist natürlich eine ganz andere Liga an Ressourcen. Deswegen haben wir uns entschieden, diesen mittleren Weg zu gehen. Das heißt, wir erfassen den Geltungsbereich und die Planzeichnung georeferenziert. Das ist ein Weg, den wir im Rahmen auch von dem fachlich-technischen Leitfaden der GDIBW zur Bereitstellung von Bauleitplänen als das Raster- und Umringszenario bezeichnet. Ganz kurz mal so als Kochrezept, wie das ungefähr aussieht. Also ich gehe quasi her zu meinem Bebauungsplan, nehme den Geltungsbereich als Vektor. Ich georeferenziere meine Planzeichnung, stelle die frei, sodass ich nur die Inhalte innerhalb des Geltungsbereiches habe. Ich muss auch den rechtskräftigen Plan mit Unterschrift gescannt bereithalten und ich habe einfach noch den textlichen Teil als PDF-Dokumente zusammengestellt. Damit habe ich im Prinzip die Grundlage für meine Bereitstellung schon mal geschaffen. Es kommt noch was dazu. Ich muss letztendlich noch so ein bisschen Metadaten zu jedem Bebauungsplan erfassen. Ja? Also ich muss den Namen natürlich des Bebauungsplans erfassen, vielleicht eine Nummer, Art des Verfahrens, ja, also nach welchem Paragraph wird der gemacht, der aktuelle Rechtsstand, je nachdem, ob Sie vielleicht sogar auch Bebauungspläne im Verfahren damit beschreiben wollen. Da gibt es ein paar Attribute, die muss man obligatorisch ausfüllen, das ist auch in dem Leitfaden alles beschrieben. In Freiburg legen wir diese Informationen relativ einfach strukturiert eigentlich direkt am Geltungsbereich eines Bebauungsplanes ab. Jetzt mal, um mal so ein bisschen in diese ganz praktische Umsetzung zu kommen, was sind da bei uns für Tools im Einsatz? Also der äußere Rahmen hier, das wird jetzt mal als unsere gesamte Geodateninfrastruktur
verstehen, also mit Datenbank, mit Software, mit den Diensten, mit denen wir die Daten austauschen. Aber grundlegend fängt es quasi an, dass wir Daten natürlich von außen erstmal in unsere Geodateninfrastruktur mit einbeziehen. Das sind also zum Beispiel die ICIS-Daten, die natürlich vom LGL kommen. Die kommen in unsere Datenbank. Dann haben wir hier zum Beispiel AutoCAD Map 3D, was das Stadtplanungsamt einsetzt, um die Bebauungsplanung wirklich zu machen. Da kriegen wir zum Beispiel die ICIS-Daten direkt bereitgestellt in das AutoCAD. AutoCAD-Map und erstellen sozusagen zum Beispiel den Geltungsbereich. Ja, der Geltungsbereich wandert wieder direkt in unsere zentrale Datenbank zurück. Das gleiche passiert zum Beispiel mit dem Umweltschutzbereich, das heißt, die kriegen auch Luftbilder oder ALGIS in zum Beispiel ARGIS oder QGIS und erstellen damit ihre Fachdaten und das wandert wieder zurück. Und von da aus können wir dann unsere Daten für unser WebGIS als Dienste bereitstellen für Bebauungspläne als Dienste oder auch schon im X-Plan GML über, wie der Sohn hat es gerade erwähnt, über so ein ETL-Tool. Da haben wir hier auch das HAIL im Einsatz. So, und jetzt macht das, kann das jede Kommune machen, aber spannend wird es natürlich schon, wenn man für Gesamtbaden-Württemberg so eine Bereitstellung von Bauleitplänen sich vorstellt. Und diese Zusammenführung der dezentralen Bauleitpläne, das muss natürlich dann mit einem standardisierten Datenformat passieren, weil jeder macht in seiner Kommune mit seinem Format, aber um die Daten nachher zusammenzuführen, brauchen wir ein einheitliches, strukturiertes Datenformat und das ist eben genau dieser das Datenaustauschformat X-Plan GML. Das können Sie entweder generieren mit sowas wie HAIL, was ich jetzt gerade gesagt habe, aber Sie, wenn Sie zum Beispiel den SKDV benutzen, um die Daten abzulegen oder auch aus AROC heraus, können die Daten direkt in X-Plan GML transformiert werden und danach haben Sie die Möglichkeit, diese X-Plan GML-Daten in eine zentrale Plattform zu stellen, an der man gerade ist, die aufzubauen in Baden-Württemberg. Diese zentrale Plattform hat den großen Vorteil, diese Daten im X-Plan GML-Format, die Sie dort hochladen können, die werden an der Stelle validiert, ja? Weil die Software kann quasi erkennen, ob Sie irgendwelche geometrischen Fehler, attributiven Fehler in dem Datensatz haben, den Sie vielleicht hochladen wollen. Das ist also eine ganz wichtige, ein wichtiger Punkt, Aufgabe dieser Plattform. Und als nächstes ist der große Vorteil, dass diese Plattform einen einheitlichen, Inspire-konformen Datensatz an Bauleitplänen bereitstellen kann. Ja? Das heißt also, die Kommunen werden an der Stelle auch entlastet bei der Aufgabe der Bereitstellung von Inspire-konformen Datensätzen. Ja, damit wäre ich quasi an diesem inhaltlichen Teil durch und würde Ihnen noch ganz kurz jetzt mal zeigen, wie das in Freiburg aussieht. Man kann es nicht so gut lesen, es ist ein bisschen unscharf, aber ich sage einfach ein paar Sachen dazu. Wir können also hier auf unserem Geoportal, was wir intern oder extern haben, nach Bebauungsplänen suchen, entweder nach einem textlichen Teil oder nach der Nummer. Und wenn Sie den dann gefunden haben, dann kriegen Sie hier also so Informationen. Da sind natürlich dann die Planzeichnung, die Ausfertigung, Legende, alles Mögliche verlinkt als PDF. Der Plan kann direkt georeferenziert in diese Karte darüber gelegt werden. Und es gibt noch eine andere Herangehensweise. Es gibt auch jeden Bebauungsplan den Geltungsbereich, das heißt, dann haben Sie hier diese unterschiedlich gefärbten Bereiche, da können Sie draufklicken und kriegen die gleiche Information wie gerade eben nach der Suche. Neben diesem Zugang über unser Geoportal haben wir jetzt aber auch, der Sohn hat es gerade schon gesagt, einen Metadatenkatalog aufgebaut, in dem auch alle Bebauungspläne drin sind. Das heißt, der Bürgerinnen und Bürger können jetzt einfach über eine textliche Suche darauf zugreifen. Das sind jetzt nochmal die Bebauungspläne als die Geltungsbereiche. Aber Sie können hier jetzt genau das gleiche nochmal suchen, schau ins Land, dann finden Sie hier unten wieder die Metainformationen zu dem Bebauungsplan Schau ins Landstraße. Wenn Sie da draufklicken, sehen Sie auch schon mal so ein Vorschaubild. Aber da dieser Datensatz mit entsprechend richtigen Metadaten beschrieben ist, können Sie diesen Dienst auch in dem Viewer von unserem Metadatenkatalog ganz einfach hinzuladen. Oder man könnte es zum Beispiel auch ins Geoportal hinzuladen. Also das ist natürlich dann der große Vorteil, den man über so eine GDI hat. Jetzt haben wir in Freiburg ca. 800 Bebauungspläne, jeden einzelnen als einen einzelnen Dienst. Und diese Zusammenfassung aller dieser Dienste, das bezeichnen wir als eine Serie. Ja? Und diese Serie ist für uns die Grundlage, um darüber einen Inspire-Download-Dienst bereitzustellen für die Bebauungspläne.
Und das machen wir über den Atom Feed, über die Atom Feed Variante des Inspire Download Dienstes. Das kennen Sie vielleicht von Nachrichten oder sowas, da gibt es solche Feeds, die zeigen dann immer wieder aktuellste Informationen an. Und genauso auf diesem Format stellen wir die Bauleitpläne zur Verfügung. Wenn man sich das mal anguckt, das sieht hier natürlich sehr unspektakulär aus, aber Sie können nochmal jeden einzelnen Plan anklicken und kriegen dann im Prinzip die Möglichkeit, eine ZIP-Datei runterzuladen, in der die Shape-Datei des Geltungsbereiches drin ist, es ist die ganzen textlichen Sachen sind drin, der georeferenzierte Plan, alles ist zusammen. Und um noch einen Schritt weiter zu gehen und nochmal dieses Geodateninfrastruktur, die Möglichkeit der Verteilung dieser Informationen deutlich zu machen, dadurch, dass es jetzt ein Inspire-konformer Datensatz ist, können wir in einem anderen Portal, was jetzt gar nichts mit uns zu tun hat, das ist von der GGI Rheinland-Pfalz, können wir sozusagen unseren Atom-Feed von den Bauleitplänen laden und dann sehen Sie hier auf deren Karte wird dann jeder Bauleitplan mit der Bounding-Box als orangenes Rechteck markiert und Sie können auch dort einzelne Bebauungspläne sich auswählen, um dort auch wiederum genau zu diesem Download zu kommen. Das heißt, an einer ganz anderen Stelle können wir quasi auf unsere Informationen zurückgreifen. Als ganz kleiner Gimmick letztendlich ist es so, durch die Bereitstellung als Dienste können wir diese Daten, die wir dort erstellt haben, auch in andere, ich sage mal, Vertriebswege, die wir bereitstellen, mit einbinden. Hier mal unser 3D-Schwappmodell mit einem 3D-Viewer. Der 3D-Viewer kann WMS-Dienste hinzuladen, ja, die werden dann quasi auf die Geländeoberfläche texturiert. Und damit kann ich schon mal einfach einen Bauleitplan direkt in die aktuelle Bebauung mit einstellen und damit natürlich versuchen, das Ganze möglichst modern zu machen. Hier mal ein Screenshot noch von der Ansicht von einem Smartphone, einfach um alle möglichen Ausgabegeräte letztendlich damit zu bedienen. Das ist natürlich eines der Vorteile, wenn Sie mit Webdiensten arbeiten, da ist man da sehr offen. Ja, das war es eigentlich schon. Dann hoffe ich, ich konnte Ihnen so ein bisschen einen Überblick über das Thema Bauleitplanung in der GGI geben. Danke fürs Zuhören.